Hamburg, mitten auf der Reeperbahn. Es ging um Macht, Geld und Ehre. Es war die Zeit, als die in Hamburg neu gegründeten Mongols sich ihren Teil vom Rotlicht- und Drogengeschäft auf dem Kiez holen wollten. Die Mongols, ein loser Haufen von Ganoven, die keine Ahnung von der traditionellen Subkultur der Rocker hatten. Angeführt wurden die Desperados von Arash Ruya und Erkan Uzun. Es war der erste Rockerkrieg, der vor allem in den sozialen Medien angefacht wurde. Das war damals neu, dass man tatsächlich dann provoziert hat, auch insbesondere übers Internet. Und es dann dadurch auch zu Konflikten kam, auch auf der Reeperbahn, auch im Bereich, die eigentlich die Hells Angels für sich beansprucht hatten damals. Und das führte zu auch gewaltigen Auseinandersetzungen bis hin zu Schusswaffeneinsätzen. Höhepunkt der Rivalitäten ist eine Schießerei auf dem Kiez. Nur durch Glück werden keine Passanten getroffen. Die Hamburger Polizei antwortet mit ständigen Kontrollen bei den Rockern. Außerdem gründet das LKA eine Sonderkommission. Ihr Chef ist damals Mirko Streiber. Da galt es tatsächlich, sehr, sehr schnell Ruhe reinzubekommen, die Gruppen auch auseinanderzubekommen und im Grunde auch alles dafür zu tun, dass es eben nicht zu irgendwelchen Konflikten noch kommt. Deshalb sind wir dort massiv vorgegangen mit einem sehr breiten Konzept. Also zum einen natürlich Strafverfolgung, aber auch zum anderen Einbindung sämtlicher anderen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung steht, auch anderer Behörden. Steuerfahndung zum Beispiel, Zoll, alles was möglich ist, Gewerbeaufsicht und dergleichen mehr, um ganzheitlich vorzugehen und dann auch mit vielen Kontrollmaßnahmen wieder Ruhe reinzubringen. Was nicht so einfach ist. Der Hass zwischen dem Hells Angel Dari Faisulahi und dem Mongol Arash Ruya sitzt tief. Arash bedroht seinen Rivalen mit Sprachnachrichten. Hier erstmals im Original zu hören. Was, ne, Dari? Ich sag dir was, Digga. Du kennst mich, ne? Digga, Hells Angels muss mich töten. Ich werde erst gestoppt, wenn ich unter der Erde bin, Digga. Und wer von euch ist bereit, mich zu töten? Keiner, Digga. Keiner will 15 Jahre in den Knast, Digga. Ich will 15 Jahre in den Knast, Digga. Für meine Ehre will ich 15 Jahre in den Knast. Ich scheiß auf mein Geld, Digga. Offenbar kennen Arash und Erkan damals keine Tabus. So kündigen sie in einem Video an, notfalls auch die Kinder ihrer Gegner zu attackieren. Denk an Versicherung, gegenseitig, Brüderschaft. Ich töte ihn, seine Mutter, seine Schwester und seine Kinder. Normalerweise sind die Familienmitglieder bei den Rockern außen vor. Es geht wirklich nur um die Mitglieder, um die sogenannten Full-Member. Prospects oder Hangarounds der jeweiligen Rockergruppierung. Und die Familien sind eigentlich schon außen vor und haben einen gewissen Schutzraum. Und der wurde zumindest verbal von einigen Personen durchbrochen. Im Sommer 2016 rächen sich vermutlich die Hells Angels. Ein bis heute unbekannter Täter schießt auf Arash Ruya und seine Freundin Lisa S. Beide überleben schwer verletzt. Kurz nach dem Anschlag. Krankenbesuch vom Mongols Oberhaupt Erkan Uzun. Uzun kommt frisch aus dem Gefängnis und lässt sich über die blutige Nacht und den Täter aufklären. Ich habe einen Schuss bekommen durch den Zeigefinger. Der hat meine ganzen Knochen mitgezogen in die Hand, in den Handbereich. Hier sehen Sie. Wie nennt man das nochmal? Hier, wer in ein Tal schreit, hört auch ein Echo. Das klingt nach Rache. Nee. Ich habe nicht vor, Rache auszuüben. Selbstjustiz ist bei mir nur ein No-Go. Ein No-Go. Also Sie akzeptieren den deutschen Staat? Ja, sonst würde ich hier nicht leben. Wie man heute weiß, will Arash Rache. Die LKA-Ermittler gehen davon aus, dass der erste Anschlag auf Arash von den Hells Angels ausging. Im Sommer 2018 erwischt es dann den Rockerboss der Hells Angels, Darius Faisulahi. Er wird in seinem weißen Bentley mit 5 Schüssen angeschossen. Im Kofferraum finden die Ermittler eine schusssichere Weste. Obwohl er sie nicht trägt, hat der vierfache Vater großes Glück und überlebt das Attentat. Schnell gerät ein ehemaliges Mitglied der Mongols ins Visier der Fahnder. Der Club hatte sich 2016 aufgelöst. Der Hass auf die Hells Angels blieb aber sehr lebendig. Die Auflösung des Clubs war auch ein Erfolg der polizeilichen Null-Toleranz-Strategie.
Wir sind als Staat immer dran. Das hatten wir auch damals gezeigt, dass wir dort auch mit einer sehr, sehr niedrigen Eingriffsschwelle dem entgegentreten. Natürlich gibt es Konflikte, die zum Teil uns nicht bekannt sind, aber wenn sie bekannt sind, wenn sie in der Öffentlichkeit stattfinden, dann gehen wir auch sofort massiv dagegen vor. Das Attentat auf Dariusz Fazulahi verhinderte die Polizei nicht. Über die Hintergründe verhandelt 2020 das Landgericht Hamburg. Angeklagt sind drei Männer, darunter der 29-jährige Ex-Mongol und Zuhälter Arash Ruja. Er soll die blutige Tat aus dem Gefängnis heraus angeordnet haben. Geschossen hat laut Anklage der Bulgare Angel I. Der Mann hinter dem grünen Ordner soll für 10.000 Euro als Killer angeheuert worden sein. Angeklagt ist auch ein 73-jähriger Taxifahrer. Es ist der Vater von Arash Ruja, dem mutmaßlichen Auftraggeber. Für den Vater ging es offenbar um die Wiederherstellung der Familienehre. Dem Vater des Angeklagten Arash R. wirft die Staatsanwaltschaft vor, in die Planung und auch in die Ausführung eingebunden gewesen zu sein. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Plan, den späteren Geschädigten erschießen zu lassen, von Vater und Sohn praktisch gemeinsam gefasst. Wie das Attentat abgelaufen ist, können Ermittler ziemlich genau rekonstruieren. Demnach verlässt die Freundin des Mongols Auftraggeber Arash Ruja kurz vor Mitternacht ihre Wohnung. Mit einem Mercedes-Coupé fährt Lisa S. Richtung Reeperbahn. Die junge Frau, die sich prostituiert, seitdem sie 16 ist, wird später wegen Beihilfe rechtskräftig zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Freundin holt, so die Ermittler, den bulgarischen Auftragskiller Angel I. in der Nähe des Hauptbahnhofs ab. Er hat eine Pistole Kaliber 7,65 dabei. Den Ermittlungen zufolge ist Arash der Auftraggeber, aber die Tat wurde nicht am Telefon besprochen. René Ortlieb leitet das Kommissariat zur Bekämpfung der Rocker-Kriminalität. Mit ZDF Info redet er zum ersten Mal über die blutige Nacht auf St. Pauli. Es ist allerdings in dem Milieu auch uns immer bewusst gewesen, dass es für gewisse Sachen immer auch ein Rückspiel geben wird und dass wir das Rückspiel auch sicherlich nicht verhindern können oder werden, aber wir uns in die Lage versetzen müssen, so ein Rückspiel, wenn es denn stattgefunden hat, und das war nun ein trauriges Rückspiel, das möglichst schnell und umfassend aufzuklären. Zurück zur Tatnacht am 26. August 2018. Lisa S. und der angeheuerte Schütze sind auf den Straßen rund um die Reeperbahn unterwegs. Sie suchen ihr Opfer. Gegen 22.50 Uhr entdecken sie in einer Seitenstraße einen auffälligen Bentley. Es ist der Wagen des Rockerbosses Fazulahi. Lisa S. berichtet die brisante Neuigkeit direkt an den Auftraggeber ins Gefängnis. Und zwar auf ungewöhnliche Weise. Sie schickt eine SMS an ein Flirtportal des Fernsehsenders RTL. Der Inhalt der SMS landet im Videotext und kann von Arash Ruja live mitgelesen werden. So funktioniert die erschreckend einfache Kommunikation in den Knast. Konkret schreibt die junge Frau: Schatz, ich habe das schönste Kleid überhaupt gefunden. Zu schön. Ich versuche mich 0 Uhr zu melden. Ich liebe dich. Gegen 23.50 Uhr verlässt das Opfer ein Restaurant und fährt los. Eine Kamera in einem Geschäft zeichnet auf, wie der Bentley von einem Mercedes verfolgt wird. An einer Ampel setzt Lisa S. ihr Fahrzeug neben den Wagen des Angels. Der Schütze zieht seine Pistole Kaliber 7,65 und feuert insgesamt 5 Mal. Drei Polizisten hören die Schüsse und sind nur Sekunden später am Tatort. Ein Beamter zieht den lebensgefährlich verletzten Hells Angel aus seinem Bentley. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelingt den Tätern die Flucht. LKA-Fahnder sind schnell am Tatort. Ich persönlich war eine halbe Stunde nach den Schüssen vor Ort. Wir haben einen Zeugen gehabt, der das flüchtende Täterfahrzeug gut beschreiben konnte. Leider Gottes hat er das Fahrzeug sehr gut beschrieben, aber sich das Kennzeichen nicht gemerkt, sodass wir nur eine Modellreihe und eine Farbe hatten und dann
durch intensive kriminalpolizeiliche Arbeit, Videokameras ausgewertet und, sind wir in die Lage versetzt worden, tatsächlich ein baugleiches Fahrzeug am Tattag zu identifizieren. Die Polizei ermittelt sehr schnell das Kennzeichen des Mercedes und erhält über eine verbaute SIM-Karte ein genaues Bewegungsprofil. Das LKA bekommt auch mit, dass Lisa S. 8 Tage nach der Tat ihren Freund Arash Ruja im Knast besuchen will. Daraufhin verwanzen Techniker der Polizei den Besuchstisch Nummer 1. So können die Fahnder mithören, als Ruja voller Stolz mit Lisa über die Tat spricht. Es geht um Ehre, Blutrache und das Opfer. Er vergleicht sich und seine Freundin sogar mit dem legendären Gangsterpärchen Bonnie und Clyde. Es waren auch glückliche Umstände dabei, das muss man ganz klar sagen, weil an dem Morgen dieses Besuchs war das der einzige Besuch, der stattgefunden hat. Es sind, weiß ich nicht, wie viele hundert Insassen und das war der einzige Besuch, der stattgefunden hat. Von daher waren recht optimale Bedingungen für so eine Maßnahme vorhanden. Das abgehörte Gespräch ist der zentrale Beweis, als Anfang 2019 gegen die Prostituierte am Hamburger Landgericht verhandelt wird. Sie wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. In diesem Gespräch in der JVA sollen Begriffe gefallen sein wie Blutrache, Bonnie und Clyde. Können Sie dazu was sagen? Das ist richtig. Ein Gespräch, wenn es denn eins ist, besteht darin, dass mindestens 2 Personen sich unterhalten. Und solche Worte sind aus dem Mund meiner Mandantin nicht gefallen. Aber aus dem Mund des Angeklagten. Soll so sein, ja. Was sagen Sie dazu? Das ist ja für mich als Laien, juristischen Laien, relativ eindeutig, wenn man solche Sachen in den Mund nimmt. Kann man so sehen, ja. Über das Motiv für das Attentat gibt es auf der Reeperbahn ein hartnäckiges Gerücht. Rache. Der Hells Angel Faisulahi wurde zum Opfer, weil er zuvor die Schüsse auf Arash Ruja und seine Freundin befohlen habe. So die unbewiesene These. Auch die Polizei hält dieses Szenario für realistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schüsse in dem Wohnhaus im Filoweg aus Richtung anderer verfeindeter Rockergruppierungen stammen, ist sicherlich naheliegend. Es gibt sicherlich auch viele andere Konflikte, die vielleicht ursächlich sein könnten. Aber die Vermutung, die auch die Familie Ruja lautstark in den Medien formuliert hat, die ist sicherlich nicht völlig abwegig. Zum Ärger der Polizei hält sich der Kiez weiter an die unbedingte Pflicht zum Schweigen. Das Ringen um Macht und Ansehen zerstört ganze Biografien. Im Jahr 2019 verhaftet die Polizei auch den Vater von Ex-Mongol Arash Ruja. Der gebürtige Afghane hatte sich jahrzehntelang eine Existenz als Taxifahrer aufgebaut. Der 73-Jährige hatte die Tat auf Dariush Faisulahi mitgeplant. Er wird vom Landgericht zu 9 Jahren Haft verurteilt. Belastet wird er vor allem von dem Schützen Angel I., der 6 Jahre Haft kassiert. Die Richter rechneten dem Bulgaren seine Aussagen strafmildernd an. Meinem Mandanten geht es sehr schlecht. Er ist in der Haft isoliert. Es hat im Vorfeld einen Suizidversuch gegeben. Und der leidet sehr darunter unter dieser Haft, weil er keinen Besuch bekommt und keinerlei Kontakte zur Außenwelt hat. Und momentan ist seine psychische Verfassung sehr, sehr schlecht, zumal er auch an Schizophrenie leidet. Der jahrelange Krieg auf Hamburgs Straßen ist eine Geschichte ohne Moral und ohne Sieger. Er kennt nur Verlierer. Am Ende haben Polizei und Justiz zurückgeschlagen und ihre Macht demonstriert. Zumindest dieses Mal.